Ja, anderes Thema, was ganz anderes. Ich habe nur noch vegetiert, das sagt Jörg Forkort beim Blick zurück. Er hat wirklich alles verloren. Firma, Freundin. Der Auslöser für sein Lebensdrama, das kann man so nennen, war eine Anzeige. Und zwar von einem neidischen Konkurrenten. Der wollte dem Schreiner aus Herne-Böses. Die Folge war eine Hausdurchsuchung durch das Ordnungsamt. Sämtliche Unterlagen, also wichtige Papiere, wurden alle beschlagnahmt. Und am Ende stellte sich heraus, die Vorwürfe sind nicht haltbar. Nichts dran. Doch da war es zu spät. Jörg Forkort lebt heute von Hartz IV und Gelegenheitsjobs. Nur, weil er fälschlicherweise beschuldigt, weil er eben denunziert wurde. Frühmorgens kam der unangemeldete Hausbesuch, das Ordnungsamt. Jörg Forkort kann heute immer noch nicht fassen, was er vor 5 Jahren erlebt hat. Seitdem weckt jedes Geräusch böse Erinnerungen. Jedes Türklingeln bewegt was und gibt ein ungutes Gefühl. Man zuckt. Man hat immer den Verdacht, was kommt jetzt, was kommt als nächstes. Machtlos musste der junge Mann den Ordnungsbeamten zusehen. Sie haben seine Wohnung auf den Kopf gestellt, keine Schublade ausgelassen, seine Geschäftsunterlagen durchwühlt. Die haben mir dann zu verstehen gegeben, ziemlich barsch, dass ich kriminell bin und dass ich schwarz arbeite, dass ich Steuer hinterziehe und dass der Fall nach den ihrer ersten Durchsicht der Unterlagen eindeutig ist. Ich hatte eigentlich ja die Kamera gesucht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das alles wirklich real ist und dass mir irgendwas vorzuwerfen ist. Jörg Forkort hatte eine kleine Handwerksfirma. Er erledigte auch leichte Dachdeckerarbeiten ohne Meisterbrief. So wie es vom Staat sogar gewollt war. Ein Konkurrent witterte einen Verstoß gegen das Gewerberecht und zeigte ihn an. Die Folge: Hausdurchsuchung quasi auf Verdacht. Ich hätte auch nicht für möglich gehalten, dass es eigentlich gar keinen Tatbestand gibt und dass der Staat trotz alledem so eine Gewalt vollziehen kann. Eine Vorschnelle, eine sinnlose Razzia. Jörg Forkort legte Beschwerde ein, klagte. Und die obersten Verfassungsrichter gaben ihm Recht. Die Durchsuchung rechtswidrig. Denn der Verdacht gegen den Dachdecker war nur dürftig begründet, erklärt Verfassungsrichter Rudolf Mellinghoff. Das einzige angebliche Verdachtsmoment, ein Angebot für die Reparatur eines Gartenhäuschens. Dort lag ein einziges Angebot vor, was zur Kenntnis der Staatsanwaltschaft gelangt war. Das war 2 Jahre alt und das ist zu wenig, um zu durchsuchen. So sieht eine Wohnung in der Regel aus nach einer Razzia. Über 50.000 Mal jedes Jahr rücken Polizisten und Staatsanwälte aus. Mehr oder weniger gerechtfertigt. Im Fall von Jörg Forkort sogar rechtswidrig. Hier war die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt, so die Verfassungsrichter. Jörg Forkort ist empört. Ich habe ja noch nicht mal den Auftrag gekriegt. Ich habe den Auftrag ja noch nicht mal ausgeführt. Das ging in erster Linie für die Werbung, für das Angebot, für die Arbeit, die ich angeboten habe. Und natürlich die der Gesetzgeber mir auch erlaubt. Er war also unschuldig. Trotzdem, die Folgen dieser rechtswidrigen Hausdurchsuchung waren fatal. Er konnte sein Geschäft nicht weiterführen, denn die Ordnungshüter hatten alle seine Unterlagen beschlagnahmt. Ich hatte keine Kundenadressen, ich hatte keine Angebote, ich hatte keine Unterlagen fürs Finanzamt, ich hatte keine Unterlagen für die Krankenkasse. Und alle Seiten wollten von mir Meldungen haben, Fristen, die eingehalten werden. Und die hat auch nicht interessiert, dass die Unterlagen eben beim Ordnungsamt sind. Und das Schlimmste, niemand hat ihm geglaubt. Seine Kunden, seine Freunde, am Ende sogar seine Lebensgefährtin nicht. Die Beziehung ist zerbrochen. 5 Jahre lang musste Jörg Forkort um sein Recht kämpfen. 18 Gerichtstermine hat er hinter sich. Seinen Betrieb konnte er nicht mehr retten. Insolvenz. Irgendwann hat er auch sich selbst aufgegeben. Das Gerichtsurteil, für ihn kam es zu spät. Von daher war für mich eigentlich der Zug abgefahren. Ich habe einfach so dahin gelebt, beziehungsweise, man kann schon sagen, vegetiert. Also am Leben gar nicht teilgenommen und mir auch nicht mehr vorstellen können, nochmal auf die Füße zu kommen. Für eine Schadensersatzklage fehlt ihm das Geld. Aber wenigstens eine Entschuldigung würde er gerne hören. Doch der Amtsrichter, der damals die Hausdurchsuchung angeordnet hatte, winkt ab. Ich habe eben gesagt, wo gehobelt wird, in Anführungszeichen, fallen auch Späne. Wenn man alles hinterfragt, bei allem Respekt vor der Tragweite eines solchen Eingriffs, bekommt man bei dem Pensum, was die Amtsrichter haben, die Dinge nicht erledigt. Wenn man sowas dann im Nachhinein hört, nach einer Existenzzerstörung, ist das für mich nicht nachvollziehbar. Heute hält sich Jörg Forkort mit Gelegenheitsjobs über Wasser.
irgendwie. Er ist ruiniert und das wegen einer falschen Strafanzeige. Die Denunzianten morgen Teil 4.